Jusos Matrosen und Uri hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meine Blu-Ray- bzw. DVD-Sammlung. Ich habe ja weitaus mehr DVDs als Blu-Rays. Das müsste jetzt Teil 6 von 7 sein, also fast durch. Bisschen andere Location hier, wie ihr seht. Ich habe ja die Teile vorher alle vor dem Schrank, aber die letzten zwei Reihen sind doch ein bisschen tief und ich wollte mich nicht auf den Boden setzen, ne? Gut, fangen wir gleich an. Der erste Film, Over the Top, mit Sylvester Stallone, ja, Mitte der 80er, richtiger 80s-Film, richtiger Männerfilm, so. lange, lange her, dass ich mir den angeschaut habe. Ja, Sylvester Stallone kriegt familientechnisch von allen Seiten so quasi Hate und selbst von seinem Sohn und den will er zurückgewinnen. Er ist ein Trucker und will ihm zeigen, dass er doch was drauf hat und so weiter und so fort. Aber ja, einer dieser Classic Stallones, meiner Meinung nach, over the top. Dann haben wir mit Leslie Nielsen die nackte Kanone, die Trilogie. Denk, da brauche ich nicht viel zu sagen. Slapstick vom Feinsten. Ja, Leslie Nielsen, der Slapstick King, meiner Meinung nach. Immer wieder schön. Ja. Sind, ja. Ist da nicht O.J. Simpson dabei? Böse, böse. Dann, das müsste ein Tim Burton-Film sein. Big Fish. Ist das ein Burton? Ist das ein Burton? Es ist auf jeden Fall ein Elfman. Also, vom Score her. Jetzt bin ich aber, bin ich jetzt ein bisschen blöde? Tim Burton, ja. Ein Tim Burton-Film. Ewan McGregor und spielt, hört sich die Geschichten seines sterbenden Vaters an und diese fantastischen Geschichten. Er glaubt ihm natürlich nicht, geht dann so ein bisschen auf die Reise sozusagen und findet doch mehr Wahrheit raus, als er gedacht hätte, sage ich mal so. Ne? Ein schöner Film und ja, auch hier. 4 Golden Globe Nominierungen, ne? Das ist also 4 Golden Globe Nominierungen, da muss man schon was gemacht haben. einer meiner Favorites, schaue ich auch immer wieder gerne an, Natural Born Killers, ein Oliver Stone Film, mit Woody Harrelson und Juliette Lewis, ja, die gute ist auch mit Tom Cruise am Stissel bei Scientology, aber nichtsdestotrotz, gute Schauspielerin und eine sehr gute Sängerin in einer Band, in einer Punkband oder so, glaube ich. Rockband. Ja, Natural Born Killers ist total durchgeknallt, ja. Einfach nur, das ist, man kann sagen, Bonnie und Clyde der Neuzeit, ja. Nur halt total, total durchgeknallt, ja. Ich liebe den Film, super geil. Man denkt, man, wenn man sich den Film anschaut, man ist auf Droge, auch wenn man es nicht ist, ja, so banal ist der einfach, aber sehr, sehr geil, ja, Natural Born Killers kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann eine der wenigen Dramen, die ich in meiner Sammlung habe, hier haben wir L.A. Crash, sehr, sehr lange her, dass ich mir den angeschaut habe mit Sandra Bullock und Terrence Howard, ja, nur um ein paar zu nennen, Ludacris, aber ich habe ihn auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nur, damals, als ich ihn gesehen habe, er hat sich richtig, richtig in meinen Kopf gefressen, ja, so, erzählt, soweit ich weiß, so ich mich erinnern kann, von ein paar verschiedenen, aus ein paar verschiedenen Perspektiven, ein paar, also verschiedene Schicksalsschläge, ja, Rassismus, etc., etc., ja, das war so ein richtiger, auch so ein typischer 2000er Film, kann ich mich noch erinnern. Ein, zwei Mal habe ich ihn gesehen, aber definitiv sehr, sehr gut gewesen, deswegen steht er auch in meiner Sammlung, L.A. Crash. Dann die, TV-Mini-Series sozusagen, war ja damals im TV, nicht im Kino, Stephen King's S mit Tim Curry in der Rolle als Pennywise, ja, mir gefällt der, also viele mögen den nicht, viele sagen, der ist billig gemacht und keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch mit etwas Nostalgie dahinter, aber ich finde ihn gut, als Kind, als ich den gesehen habe, als ich kleiner war, könnt ihr euch vorstellen, ja, ein bisschen in die Hosen geschissen, Tim Curry,
Ich mag die neuen Filme auch, aber ja, ich mag, ist komisch, ich mag die neuen und den neuen und diesen, den älteren hier eigentlich gleich gut, kann man sagen, ja. Ist ein Klassiker, finde ich, ja. Es ist ein Klassiker, definitiv. Stephen King vom Feinsten. So, dann haben wir der Zeichentrickfilm von Herr der Ringe. Ich finde ihn gut, ja. Er geht nicht ganz bis zum Ende, ja. Ich denke mal, dass die wollten dann, dass die Leute halt die Bücher dann doch lesen. Also er hört nicht da auf, wo er aufzuhören hat, wie in den Filmen sozusagen. Es ist echt, wie sie Frodo und Sam dargestellt haben. Die sind vor allem Sam, ja, ist gar nicht so wie in den Filmen. So, das ist viel dümmlicher einfach, noch viel dümmlicher und viel kleiner, irgendwie ist das seltsam. Aber ja, sehr coole Szenen drin, in dem sie richtige Szenen gefilmt haben und sie dann so Silhouettenmäßig und rot gemacht haben, das sah schon sehr geil aus. Aber auch so das Artwork von dem Film, die Art, wie sie das gezeichnet haben, ist sehr nice, sehr, sehr cool. Ja. Aragorn hat mir nicht so gut gefallen in dem Teil. Ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, wie er da beschrieben wird, aber hier sieht er überhaupt nicht aus wie in den Filmen. Da sieht er wirklich aus wie so ein Landstreicher, einfach nur. Ganz komisch, weiß nicht, so passt überhaupt nicht, finde ich so. In den Filmen fand ich Aragorn wesentlich besser gecastet. So, dann kommen wir zu einem Film, nach einer wahren Begebenheit. Es geht um Richard Kuklinski, The Iceman, gespielt von Michael Shannon. Und gleich vorneweg, Winona Ryder, Michael Shannon, Ray Liotta, absolut mega. Schauspieler spielen das super. Der Film selber ist ein bisschen langsam hier und da. Es geht kurz und knapp. Schaut euch, gibt mal auf YouTube die Iceman Interview oder so. Es geht um diesen Richard Kuklinski, der ist mittlerweile verstorben im Gefängnis. Der hat über 20 Jahre angeblich laut ihm für die Mafia in Amerika. Wo waren das nochmal? Ich glaube in Chicago oder Irgendwo, keine Ahnung, hat er für Roy Domeo seine Crew, beziehungsweise für alle, laut ihm für alle Mafia-Familien, als Hitman fungiert, ja. Und wenn man, da, ne, ist schwierig, ob man das glauben kann oder nicht. Er sagt auch, er hat über 100 bis 200 Leute auf dem Gewissen. Sammy the Bull Gravano, der aktuell gerade auf YouTube einen Podcast hat, sagt, er hat nie mitbekommen, dass Richard Kuklinski irgendwas für die Mafia gemacht hat. Er kannte ihn nicht mal so irgendwie. Also der Name fiel nie. Aber trotzdem, schaut euch das an, wenn ihr auf sowas steht. Die Iceman Tapes auf YouTube, sehr, sehr geil. Auch wenn er lügt oder wenn viel nicht stimmt, was er sagt, Geschichten kann erzählen dieser Richard Kuklinski, ja. Und ich finde den Film gut, The Iceman, ja, könnt ihr euch reinziehen. Nein, sorry, habe ich Sammy the Bull gesagt, Michael Francis, sein Podcast. Er hat gesagt, 20 Jahre in der Mafia, nie was wirklich mitbekommen von ihm. Von daher. Das Leben des Brian, ja. Monty Python, typischer, trockener, englischer Humor, ja. Die Ritter der Kokosnuss hat er auch, ist auch von Monty Python. Ich weiß gar nicht, den habe ich, glaube ich, nicht in der Sammlung. Seltsam, seltsam. Aber das Leben des Brian erzählt die Geschichte des jungen, wer ist der wahre Messias? Mehr sage ich. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Seid ihr die jüdische Volksfront? Aber was erlauben sie sich? Die jüdische Volksfront. Wir sind die Volksfront von Judäa. Ganze Film hinweg ist dieser Humor am Start. Nach Reservoir Dogs, dann glaube ich endgültig sein Durchbruch, Tarantino mit Pulp Fiction. Ja. Und wer ihn bis heute noch nicht gesehen hat, sorry, dann irgendwas stimmt mit dir nicht, ja. Schau den Film an. Pulp Fiction,
ja, Tarantino at his finest einfach mit einem, ja, überragenden John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis ist am Start, Samuel L. Jackson und, sehr coole, ja, auch so, ja, Gangster, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, den Film zu erklären. Schaut ihn euch an, einfach nur Kult, Pulp Fiction. Dann ein Film, der, über den wenig gesprochen wird, wenn es um so Gangsterfilme geht, Mafia, ja, Al Pacino, Carlito's Way. Hier geht es um Carlito, gespielt von Al Pacino, der frisch aus dem Knast kommt, ist eine Größe gewesen auf der Straße, möchte aber aufhören mit dem Leben, aber wird immer wieder reingezogen, ja. Was ich am Film, ich finde den Film mega geil. Sean Penn spielt seinen Anwalt und was für eine kaputte Nuss, ja, krass. Ich fand es nur krass, denn wie gesagt, Al Pacino, sein Charakter Carlito, möchte aus diesem Leben entfliehen, braucht eine gewisse Menge Geld, damit er seinen Plan des Ausstiegs verwirklichen kann, aber geht dann halt genau die falschen Wege wieder, um das zu vollbringen. Aber trotzdem, sehr, sehr geil. Carlito's Way. Dann einer meiner Favorite Mafia-Filme, A Bronx Tale, von und mit Robert De Niro. Finde ich sehr schade, dass er nicht weiter in diesem Genre Filme produziert oder halt der Director war und wie auch immer. Robert De Niro spielt zusammen hier mit Chaz Palminteri, der den Mafia-Boss, der Nachbarschaft spielt. Und Robert De Niro ist ein Busfahrer und dessen Sohn sieht halt immer vom Fenster aus, was die Jungs hier an der Ecke treiben und macht die nach und kommt irgendwann immer mehr so in denen ihre Nähe und die nehmen ihn rein und geben ihm kleine Jobs am Anfang. Und Robert De Niro ist immer so, ey, du darfst da nicht hin. Und ein Film, der sehr viele Lehren bringt. Ja, wenn man sich den Film wirklich anschaut, sehr, sehr viele Lehren. Ein sehr, was mir immer im Gedächtnis bleibt, ist, wenn De Niro seinen Jungen aus der Bar holt, ja, und der Junge so, ey, lass mich in Ruhe, Sunny heißt der, glaube ich, ne, Sunny, der Chaz, ich glaube, der heißt Sunny in dem Film, Sunny hat recht, der normale arbeitende Mann ist ein Pisser, ein Schisser, er taugt nichts und so, und Robert De Niro sagt, nein, der arbeitende Mann, das ist der Wahre, das ist der Harte. Ich will mal Sunny sehen, dass er jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht und so. Und das sind lauter solche Lehren in dem Film. Deswegen einer der besten Filme, The Bronx Tale. Sehr, sehr cool. Und der kleine Junge, der da drin mitspielt, der hat auch wirklich sehr viel Dreck am Stecken gehabt, als er aufgewachsen ist. Das ist sehr interessant. Upsi. Ich bin nicht der größte Thriller-Fan, aber 7 ist einfach, ja, hier mit Morgan Freeman und Brad Pitt und Kevin Spacey, ja, sehr, sehr düster. Es geht um sie jagen einen Killer, der seine Opfer nach den 7 Todsünden bestraft und, och, richtig krasses Zeug, ja, einfach nur sehr schön geschriebenes, sehr gutes Drehbuch, die Kameraführung, die Locations, und es ist, wie gesagt, es ist sehr düster, es ist von der Stimmung her genau meine Art Film, also wenn Thriller, dann, ich glaube, das müsste mit mein Favorite oder der Favorite Thriller für mich aller Zeiten sein, ist 7 und dieses Ende, pff, what's in the box? Harter Tobak, krass. Dann ein Jim Carrey-Film, ein, ja, etwas ernsterer Film, man könnte ihn schon fast Drama nennen. Jim Carrey wächst in einer Stadt auf und er ist der Einzige, der nicht weiß, dass überall Kameras sind, ja. Alle anderen außenrum sind Schauspieler und nach fängt er an zu merken, dass irgendwas in dieser Stadt nicht stimmt. Und ich finde, was ich immer krass fand bei dem Film,
wie sie gezeigt haben, wie fake die Welt ist, ja, im wahrsten Sinne, wie fake die Welt ist, ja, wenn man rausgeht und den Nachbarn sieht, den man eigentlich gar nicht leiden kann und, ah, hallo, hey, wie geht's, ja, deswegen, sau, sau cooler Film, zieht ihn euch rein, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, Truman Show, Jim Carrey. So, der nächste Pitt und Guy Ritchies Meisterwerk bis heute, also ich glaube, ich kenne keinen Guy Ritchie-Film, der mir besser gefällt, Snatch, Schwein in Diamanten, mit einem hervorragenden Brad Pitt. Schaut ihn euch bitte im O-Ton an, wenn es geht, ja, die Akzente der Schauspieler, die verschiedenen in den Filmen, ist einfach nur, ist auch so ein, ja, Guy Ritchie erzählt auch ähnlich wie Tarantino gerne durcheinander, ja, was so gerade passiert und am Ende fügt sich dann alles so zusammen. Ja, und Jason Statham mal in einer nicht seiner typischen Tough-Guy-Rollen, wo er alle zusammenschlägt, sondern mal was anderes und deswegen mag ich ihn hier besonders gut, Jason Statham. Ja, zu viel, der Film ist einfach nur auch mega geil gedreht, es gibt keine Längen, er ist einfach nur, jede Szene ist einfach, bleibt im Gedächtnis, kann man sagen, ja, also zieht ihn euch rein, Snatch. Dann haben wir die Trilogie von Ocean's 11, 12 und 13, Heist-Filme sozusagen, also Raub Überfälle, aber auf Casinos und auch hier Brad Pitt und George Clooney und so weiter, Andy Garcia, Matt Damon und ein paar andere formen eine Crew, die Andy Garcia sein Casino ausrauben wollen. Für, ich sag mal, George Clooney ist es aber nicht nur ein Überfall oder ein Heist, sondern ein bisschen mehr persönlich. Da geht es auch um eine Frau und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob es Oceans 14 gibt. Ich weiß, es gibt einen Teil mit nur Frauen. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, aber die wurden auch, also von Teil 1 runter bis zum letzten Teil, ein Ticken schwächer, aber nicht nennenswert schwächer. Find alle drei cool, ne? Und wenn man drauf geachtet hat, vor allem im ersten Teil, Brad Pitt, sein Charakter, der ist immer am Essen, hat immer eine Tüte Chips in der Hand und sind so Kleinigkeiten, die mir immer auffallen in Filmen, die ich cool finde. Ja, die Oceans Trilogie. Oh. Dann ein Film, oh, mega, mega, einer der Blood in, Blood out, ja. Ich weiß noch, als der rauskam, da in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es eine Straße und die Gangs oder die Jungs in der Straße nannten sich Vatos Locos, ja, so wie die Vatos Locos, wie die Gang hier von in Blood Out. Ist einfach nur, auch den bitte auf Englisch schauen. Der Film, ich glaube, es gibt keinen Film, in dem es so viele Filmzitate rausschaffen wie in dem Film. Vor allem vom Big Al. Das ist in den Knastszenen ist es einer der Schauspieler, der im Knast ist. Big Al. Der ist so übertrieben auch, der Film, ja. Der ist so overacted, aber vor allem von Miklo hier, von unserem Hauptdarsteller. Aber die Geschichte ist einfach nur geil. Es ist ein 3-Stunden-Film oder so, aber man merkt nicht, dass der 3 Stunden lang ist. Ich schaue ihn immer wieder gerne, wenn er kommt. Scheinbar wurde er aber hart inspiriert von dem Film American Me, der davor rauskam. Den habe ich aber noch nie gesehen. Das muss ich mir mal echt zu Gemüte führen. American Me, aber wer so ein bisschen auf Gangfilme steht und Knast und so, zieht ihn euch rein. Die haben auch, die haben in San Quentin auch gedreht, Florida, oder ist das in Florida? In Kalifornien. Und 90% waren halt das, die echten Insassen halt, ne? Gebt euch böse. Dieser Film ist mega, ja. Er ist total over the top, overacted, aber einfach nur geil. Blood in, Blood out. Dann haben wir einen Film mit Ice Cube, Cuba Gooding Jr., sag mal so, als die Lawrence Fishburne, ja, Morpheus, als die, ich sag mal, die
Ghetto-Gang-Filme noch gut waren in den 90ern so, und das ist einer davon, Boys in the Hood oder Menace to Society, denn ich weiß nicht, hatten wir den schon? Ja, die gehören für mich alle so in einen Topf. Die machen sie heute einfach nicht mehr so wie früher. Oh, was geht denn da ab? Ups. Naja, passt zum Ghetto hier, dieses Abgerissenes. Ja, sehr krass in dieser goldenen Hülle. Und was ist das? Eine Special Edition auch, glaube ich. Ja, Special Edition. Naja, wer auf sowas steht, Ghetto und Gangfilme, Boys in the Hood mit Ice Cube. Dann ein Film von Peter Jackson, bei dem ich das erste Mal, als ich ihn sah, ein bisschen enttäuscht war, weil davor hatte Peter Jackson Herr der Ringe gedreht, die Trilogie. Und das war sein Werk danach und es kam einfach für mich halt nicht ran, ja. Und ich fand, er war auch ein Ticken zu lang. Mittlerweile sehe ich das anders. Ich bin älter geworden und sehe den Film so mit anderen Augen. Ja, und wer die Geschichte um King Kong nicht kennt, ja, der Klassiker, der schon aus den 30ern oder 40ern stammt, ja, in Schwarz-Weiß. Und damals, also der Original, das hat auch der Darth Prometheus, hat da die Original in seinem letzten DVD-Pickup-Video, hat er das Original gezeigt in einem schönen Mediabook, glaube ich, war das. Und die Effekte damals, ja, wie gesagt, in den 30ern wurde der gedreht, da sind die Leute bestimmt, sind ihnen die Augen rausgefallen. Er ist, also das ist der neue, von 2005 oder sowas müsste der sein. 2006, ja. Mega geil, ja. Sau cool. Ist einfach ein super Film, guter Film. Kann man sich immer mal, vielleicht so einmal im Jahr reinziehen. Aber ja, ich finde vor allem, wenn sie auf die Insel kommen, die Monster, mit denen sie da zu tun haben. Und es ist teilweise schon echt brutal halt. Ne? Also Peter Jackson kommt ja aus dem Horrorgenre auch. Der weiß, wie man das macht. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, müsste ich mir mal wieder reinziehen. Aber das ist so ein Film, den würde ich gerne mal auf Blu-ray updaten, wenn ich immer günstig irgendwo finde. Dann Back-to-Back, zwei Filme, beide geil. Wayne's World, ja, einfach nur mit Mike Myers, zwei Metal-Rockheads, ja, die einfach nur die ganze Zeit lustig sind und Scheiße bauen und ja, auch das hier, 90s Goodness, also es ist so, oder sind die, wann sind die rausgekommen? War doch in den 90ern, oder? Natürlich war es in den 90ern. Ach, wir sind unwürdig. Eines Tages wirst du mir gehören. Al Bundy hat auch eine Rolle. Eine kleine. Also, wer auf gute Comedy steht, einfach auf dusselige, dumme Comedy, zieht sich Wayne's World und Wayne's World 2 rein. Jo. Gut, da sind sie alle umgefallen. Sei es drum. So, dann haben wir hier Poltergeist und Poltergeist 3. Den ersten Teil, den habe ich, glaube ich, da unten stehen, weil ich habe meine Filme auch so ein bisschen nach, in was für einer Fassung, also ob sie in diesen normalen DVD-Hüllen oder in irgendeiner dickeren Edition oder so. Und Poltergeist 1 war da auf jeden Fall. Oh, da klingelt's. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ah, wenn der Postbote Päckchen hier nicht abgibt und die Leute dann klingeln, ist natürlich blöd. Wo waren wir? Ja, Poltergeist 1, 2 und 3. Wie gesagt, den ersten habe ich auch noch irgendwo hier. Ich bin mit dem zweiten und dem dritten nicht ganz bewandert. Der erste ist, als Kind, als ich den gesehen habe, die Szene im ersten Teil im Bad, wo der Junge seine Zähne putzen will und eine Spange. Und dann kommen die Drähte raus und wickeln sich um ihn. Oh mein Gott, als Kind, Poltergeist. Bam. Ja, auch um die Schauspieler selbst, um diese Mary Ann hieß sie, glaube ich, im Film, die Kleine hier. Besonders um sie, also schaut euch mal eine Doku an auf YouTube, da die um die Filme herum ganz, ganz krasses Zeug passiert, also in echt halt, ne, mit Todesfällen und die haben der Kleinen Medikamente gegeben, lauter Zeug. Oh Mann. So. Dann ein Film mit Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson. Prestige. Sehr, sehr lange her, dass ich den geschaut habe. Zusammen mit The Illusionist. Mein
so Favorite-Film, wenn es so um Magie geht. Der hier gefällt mir ein bisschen besser als The Illusionist. Der ist ein bisschen, das ist auch etwas düsterer so. Ja, Hugh Jackman und Christian Bale sind erst, ja, hier steht's, Freunde, die zu Rivalen werden. Rivalen, die zu Feinden werden. Und auch hier, wie man es erwarten könnte von so einem, ja, Zauberei-Film, in dem es um Zauberei geht. Ein krasser Twist, ja, den ich so nicht habe vorhergesehen, ja. Sehr, sehr zu empfehlen. Absolut top, ja. Top, top, top. Auch 2006. Ah, da habe ich noch richtig viele, viele Filme geguckt. Wahnsinn. Deswegen, die meisten Filme in meiner Sammlung hier, ne, sind so mit so 90er, Mitte der 2000er. Und auch dieser hier, Prestige. Dann apropos Twist, den ich nicht hab kommen sehen, von M. Night Shyamalan, Shyamalala-Ding-Dong. Ne, das ist doch ein Shyamalan hier, ne? The Sixth Sense. Mit Bruce Willis und dem ganz berühmten Satz des kleinen Jungen, der da mitspielt. Ich sehe tote Menschen. Ja? Oder auch ein Scary Movie, natürlich aufs Korn genommen. Da kann ich gar nicht viel sagen, sonst spoiler ich hart. Aber wie gesagt, ich hab das Ende nicht kommen sehen. Die Mutter von dem kleinen Jungen im Film ist übrigens die Mutter, die in Hereditary mitspielt, ja, und super, super Schauspielerin, Wahnsinn, also die hat's drauf. The Sixth Sense, geil. So, dann, ja, als Vampirfilme noch Vampirfilme waren, Gary Oldman als Dracula, Winona Ryder und Anthony Hopkins, Keanu Reeves in Bram Stokers Dracula. Auch das für mich ein zeitloser Klassiker, einfach, den ich mir immer wieder mal reinziehen kann, wenn er mal im Fernsehen läuft oder wie auch immer, ja. Einfach nur, wenn es um Vampirfilme geht, für mich, zusammen mit Interview mit einem Vampir, ich glaube, meine beiden Lieblingsvampirfilme, Dracula ist auf jeden Fall ganz weit oben. Ein Francis Ford Coppola-Film, ja, Coppola, der Francis, der kann es einfach. Gut, dann haben wir einen Film, den ich beim ersten Mal schauen nicht so gut gefallen habe, mit Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, aber auch da im Alter, ne, wenn man ein bisschen mehr erlebt hat im Leben, sage ich mal, kann man, auch wenn es hier um die Psyche eines Teenager geht, sage ich mal, von dem guten Donnie hier, kann ich mich eher jetzt mehr reinversetzen und identifizieren auch. Ja, sehr, sehr cooler Film. Ich sag nur Hasenkostüm. Oh, ein sehr, sehr nicer De Niro und Rest in Peace Robin Williams, Zeit des Erwachens. Das ist so ein Film, der geht richtig schön ans Herz, ist aber auch sehr traurig. Es geht um, auch da will ich nicht zu viel verraten. Robin Williams spielt einen Arzt. Robert De Niro hat eine Krankheit. Er liegt quasi nur im Bett und kann sich nicht bewegen, kann nicht sprechen, bis Robin Williams ein richtiges Medikament findet und die richtige Dosis. Und dann wird er fast wieder zu 100%, sage ich mal. Aber, und dabei überlasse ich es auch, aber, ja, Zeit des Erwachens, sehr, sehr schöner Film. Wirklich nice. Geht ans Herz. So, und dann haben wir hier, auch mit Ice Cube, Next Friday. Das ist der zweite Teil. Dann gibt es ja den Friday, Next Friday und Friday After Next. Und das Komische, habt ihr ja in vorherigen Teilen gesehen, dass ich den ersten und den dritten zusammen in einer Box habe. Und ich verstehe das nicht, ja. Warum? Hä? Das habe ich noch nie gesehen sonst. Ja, das ist auf jeden Fall der zweite Film. Ice Cube ist aus dem Ghetto raus, wohnt in einer schöneren Gegend jetzt, aber da hören die Probleme auch nicht auf, sage ich mal, ja. Und auch einfach nur zum Lachen. Mike Epps spielt Day-Day, einfach nur, ja, sehr lustige Filme, die Friday-Reihe. Dann, Ich bin müde, Boss. Bah, auch der Film sehr lang, aber einfach nur schön und
ein Tom Hanks Film The Green Mile. Das ist, glaube ich, auch ja vom Regisseur des Films Die Verurteilten. Und Die Verurteilten und The Green Mile sind ja auch aus der Schmiede von Stephen King. Und auch der Film einfach grandios, kommt auch dauernd im Fernsehen. Ja, und da geht es um einen zu Unrecht verurteilten Mörder von zwei Kindern. Und der aber der liebste Mensch der Welt ist. Ja, ich sag mal ein zweiter Jesus. Aber sie sagen es nicht so, aber naja, ich will nicht zu viel sagen. Einfach nur ein herzensguter Mensch, der zu Unrecht auf Death Row sitzt. The Green Mile. Mit Tom Hanks. Percy, dieser Bastard. Ah, wie ich den gehasst habe in dem Film. Gut, dann haben wir hier eine Dreierbox. Auch hier haben wir nochmal Dracula drin. Bram Stokers, aber ich habe den Film, ich habe mir das damals gekauft, war sehr günstig, hauptsächlich wegen Mary Shelleys Frankenstein mit Robert De Niro und ehrlich gesagt Wolf mit Jack Nicholson, den habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, ja, das soll ja auch ein Werwolf-Film sein, aber da geht es doch mehr um Romanze und so. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt bis jetzt, keine Ahnung. Naja. Ich höre auch nie was über den Film, so großartig. Aber wie gesagt, ich wollte Mary Shelleys Frankenstein haben mit Robert De Niro. Viele mögen den Film nicht, weil ja, er erzählt zwar die Geschichte von Mary Shelley schon akkurat, aber viele mögen die Darstellung von Robert De Niro nicht in dem Film. Er sieht überhaupt nicht aus, wie man Frankenstein so halt kennt. Aber ich finde den Film einfach nur, ja, super gemacht und ich mag diese Ära, in die sie spielt, ja, dieses dreckige Mittelalter schon, oder nicht Mittelalter, aber so 18. Jahrhundert und haben sie einfach, super umgesetzt, ja, mega, ja, diese Dreierbox hier, ja. Best of Hollywood. Dann haben wir Denzel Washington, Russell Crowe, American Gangster. Da geht es um die wahre Geschichte von Bumpy Johnson, beziehungsweise Russell Crowe, das ist ein Ridley Scott-Film. Frank Lucas, Bumpy Johnson war sein Mentor, ist dann gestorben und dann hat Frank Lucas quasi übernommen. Und Russell Crowe spielt den Cop, der ihm quasi auf den Fersen ist und auch einfach nur, ja, Ridley Scott in Topform, sage ich mal. Ja, schaut euch das mal an, wie lieblos, ne? Ja. American Gangster, ich glaube, der ist auch auf Netflix. Also wer Netflix hat und ihr, sag mal, gute Gangster-Cop-Filme mögt, sehr guter Top-Film meiner Meinung nach, immer noch bis heute. Und Denzel Washington sowieso. Egal, was er macht. Dann habe ich einen Film, den habe ich mehr aus Nostalgie hier. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn noch so gut finde. Evolution mit frisch von Akte X damals entkommenen oder, ach komm, so ein Blödsinn. Fox Mulder, David Duchovny. Ich weiß gar nicht genau mehr, worum es ging. Ich kann mich noch an Aliens erinnern und ja. Hier, schaut euch die paar Bilder an. Okay, Regisseur Ivan Reitman, der mit Ghostbusters und Ghostbusters 2 Kinogeschichte geschrieben hat, beweist nun, dass die Evolutionstheorie durchaus Stoff zum Lachen bietet. In seiner, ja, okay, genau, jetzt, ja. Ja, es ging um eine Höhle, wo so ein bisschen so die, irgendwie, warum auch immer, außerirdisches Leben entsteht und das verbreitet sich sehr, sehr schnell aus und so weiter und so fort. War auf jeden Fall lustig und zu der damaligen Zeit doch ganz gute CGI-Effekte. Dann back-to-back schauen wir mal hier. Haben wir einmal den ersten Teil von Terminator und den vierten Teil. Den dritten Teil habe ich nicht in der Sammlung und alles, was nach dem Teil kam, hat auch nicht. Der erste Teil ist klar, ist ein Klassiker. Ich finde aber den zweiten besser.
ich bin mit dem ersten noch nicht so groß geworden irgendwie, aber ja. Der zweite. Sorry. Der zweite ist einfach nur Classic. Und der vierte kommt natürlich nicht an den ersten und den zweiten so ran, aber ich mochte das Setting. Das war schon das Setting, als es soweit war und die Maschinen übernommen haben, die Erde übernommen haben und eine kleine halt, ja, Rebellion quasi angeführt von John Connor, von Christian Bale gespielt. Und ich fand einfach das Setting halt nice, ja. Auf jeden Fall Terminator und ungeschnittene Fassung vor allem. Und Terminator 4, die Erlösung. Erlöschung, habe ich fast gesagt. Dann ein Film, den dürften nicht so viele auf dem Schirm haben, mit Sean Bean. Das war auch nach Herr der Ringe. Black Death, da geht es um die Pest im Mittelalter. Ich fand ihn sehr nice, sehr, sehr gut gemacht. Da geht es auch um einen Priester, oder ein Mönch, der mit auf dieser Reise von Sean Bean ist und so weiter und so fort, der sich allerdings mit der Zeit verändert und nicht unbedingt zum Guten. Aber ich fand das gerade, das fand ich in dem Film echt, echt geil gemacht und krass, ja. Jetzt klingelt es schon wieder. Meine Fresse, ey, klingelt Eismann und will mir hier einen Katalog unterjubeln. Naja, wer auf Mittelalter, böse, dreckiges Mittelalter steht, Black Death. Bitte. Dann ein Jack Nicholson-Film, About Schmidt. Brauche ich gar nicht viel sagen. Ein schöner Film, in dem Jack Nicholson seine Frau stirbt. Und hier steht es auch, ist in einem Wendepunkt seines Lebens angekommen. Frisch pensioniert hatte er mit seiner Frau Helen große Pläne. Hört sich jetzt nicht nach viel an, glaubt mir aber. Schaut ihn euch an, der kann was. Der Film, der kann wirklich was. Ja. Dann haben wir hier dreimal Jackass. Ich habe ja die Box da die drei Staffeln. Habe ich als Box da und da sind hier quasi die drei Filme. The Movie, Lost Tapes, das heißt, mir fehlt Teil 2, okay. Und Teil 3, Uncut. Ja. Die wollen ja jetzt gerade, so wie ich das mitbekommen habe, sind sie dabei, den vierten Teil zu drehen, aber ohne Bam Margera. Da weiß ich jetzt nicht genau, was dahinter ist. Ich hab's erzählt, als ich die Box gezeigt habe von allen Jackasses. Klar, okay, Ryan Dunn ist gestorben, durch einen Autounfall ist Bam Margera einfach am kaputtesten. Alle anderen sind eigentlich in einem guten, sind gesund und machen ihr Ding, aber Bam Margera ist ziemlich, ziemlich abgefuckt. Ich hoffe, er kriegt die Kurve, ne? Jackass. Hier, Edward Norton vom Feinsten, American History X. Und hier haben wir den Edward Furlong, der spielt ja im zweiten Teil den John Connor von Terminator 2. Und ja, hier geht es um Edward Norton, der ein harter, harter Nazi ist, der in den Knast kommt und doch seine Ansichten so ein bisschen überdenkt, ja. Und ja, mehr möchte ich da aber auch nicht verraten, sehr sehr starker Film, so sehr bildgewaltig, ja, krass. Einer meiner Favorite Filme, wenn es um, ja, auch um, ich sag ja, ich habe wenige Dramen hier, aber das gehört mit zu denen, die ich mir immer wieder mal reinziehen kann. So, Wie ein wilder Stier, krass, das ist, mit Robert De Niro, der spielt da den Boxer Jake Leota, nee, wie hieß er nochmal? Jake LaMotta, sorry. Und das ist ein Martin Scorsese-Film. Ja, also der Regisseur von Goodfellas und Casino, etc., etc. Und warum auch immer, habe ich mir den Film nur einmal reingeschaut. Und das ist komisch, weil ich bin De Niro-Fan, ich bin Box-Fan, ich bin Scorsese-Fan, aber ich habe mir den erst einmal reingezogen. Ja. Und Joe Pesci spielt da auch mit. Ja. Den kennt man ja auch aus Casino und Goodfellas und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe ihn mir einmal reingezogen, als ich mir damals gekauft habe. Krass. Und
Okay, der steht mal wieder auf der Liste hier, definitiv. Dann ein Film mit Monica Bellucci, unter anderem Pack der Wölfe mit Vincent Cassel. Ah, das ist ein ganz wirrer Film, sage ich mal. Also da weiß ich auch gar nicht, was ich groß über den sagen soll. Setting mega, und das ist auch eins so ein typischer hier, was war das, 2000, wo steht das? Hier steht zwar 2011, aber das kann ich, das glaube ich nicht. Irgendwo Mitte der 2000er einfach. So ein typischer Mitte der 2000er, sind so viele gute Filme rausgekommen. In den Mitte der 90er, 2000er, Wahnsinn. So. Ja, Pack der Wölfe. Ich glaube, es gab einen zweiten Teil. Oder bin ich da gerade irgendwie... Ach, egal. Sehr, sehr guter Film. Zieht ihn euch rein. Geht so um Detektivarbeit und eine Bestie und eine Geheimorganisation und so weiter und so fort. Dann der nächste, Jack Nicholson. Den habe ich auch erst einmal gesehen, aber fand ihn so gut, dass ich ihn mit in meine Sammlung genommen hat. Das Versprechen. Ja, da sage ich jetzt auch nicht viel zu. Ich sage nur, Jack Nicholson in Topform. Und ein sehr trauriges Ende. Ja, so... Aber so sind halt Dramen manchmal, ne? Ja, das Versprechen mit Jack Nicholson. Dann der zweite Teil von Haus der Tausend Leichen. Und dann kam hier der zweite Teil, The Devil's Rejects. Finde ich nicht so gut wie der erste Teil. Weil das ist halt mehr so ein Road-Movie, nachdem sie im ersten Teil die Familie um... Wie heißt die Familie da nochmal? Familie Firefly. Firefly, ja. Die im ersten Teil aus ihrem Haus vertrieben wurde und aufgeteilt wurde und so weiter und so fort. Und hier sind quasi die zwei Geschwister. Hier der, wie heißt er nochmal? Also der Captain Spaulding, der im ersten Teil ja den Clown spielt. Und den... Otis, genau, und seine Schwester, Baby, und die sind quasi so zu dritt auf der Flucht, und wie gesagt, es ist mehr ein Road-Movie, und der ist aber härter als der erste Film. Der erste Film war mehr so, wie gesagt, den schaue ich mir immer gern zu Halloween an, das war fast so, als säße man in einem Halloween-Karussell, ja, und der zweite ist doch relativ, ist definitiv ernster und nicht mehr so lustig und witzig, so als der erste Teil. Da gefällt mir der erste ein bisschen besser, aber trotzdem noch gut gemacht. Rob Zombie, ja, weiß, was er tut, kennt seine Craft, und ja. The Devil's Rejects, da gibt's ja auch den dritten Teil, den habe ich aber noch nicht gesehen. Dann die Purpurnen Flüsse, auch mit Vincent Cassel und Jean Reno. Doch auch einer dieser Thriller, die aber ein bisschen mehr in, ich will nicht sagen ins Übernatürliche gehen, aber man wird auf jeden Fall so eine falsche Fährte gelockt, bis man letztendlich rausfindet, was da überhaupt los ist. So müsste ich mir auch mal wieder reinziehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sehr, sehr guter Film. Da gab es auch den zweiten Teil, aber der war, glaube ich, dann nicht mehr so toll. Den habe ich auch nicht mehr in der Sammlung. Aber der erste Teil, die Purpurnen Flüsse, mit Jean Reno und Vincent Cassel. Wer auf Thriller steht, reinziehen. Ja, Freund. Vorhin hatte ich es noch drüber. Ghetto-Filme, Menace to Society ist wahrscheinlich, also für mich, der Film, wenn es um das Thema Ghetto und die Kultur in Amerika geht, dann definitiv Menace to Society. Auch ein Classic. So, dann haben wir reine Nervensache 2. Und das ist auch wieder dieses Beispiel. Ich habe den ersten Teil in einer anderen Hülle von der Version. Ich glaube, in so einer dünnen Hülle oder in irgendeiner anderen Hülle. Also in keiner normalen DVD-Hülle. Vielleicht sollte ich doch die Filme mal zusammentun, die zusammengehören. Ne? Würde Sinn machen, glaube ich. Aber naja.
Im zweiten Teil geht es eigentlich so weiter wie im ersten Teil. Robert De Niro spielt einen Mafia-Boss, der von Panikattacken geplagt wird und macht dem Billy Crystal das Leben zur Hölle. Er ist quasi sein dann, er macht Billy Crystal zu seinem Seelendoktor, ja. Und Robert De Niro ist ihm scheißegal, ob er ein Privatleben hat oder nicht. Platzt zu den unmöglichsten Zeiten rein und ja. Ich finde beide Teile gut. Ja, mit Lisa Kudrow spielt die Frau von Billy Crystal, die kennt man aus Friends. Ja, gute Filme, schön, lustig, und haben trotzdem aber noch diese, die Mafia-Essenz, ja, also die bringen das gut rüber, so, wie die Mafiosis halt aus den 80ern und so, wie sie gesprochen haben, ja, und so weiter und so fort. Dann mein Favorite Adam Sandler Ben Stiller, Zoolander. Ich finde das so geil, wie sie in dem Film die Modewelt auf den Arm nehmen und zeigen, was das eigentlich für eine kranke, sich besser fühlende Society ist, ja. Und da gibt's ja den zweiten Teil, der scheint aber nicht so gut zu sein, aber der erste, ich kann euch sagen, warte mal. Blue Steel. Ja, Ben Stiller mit, zusammen mit, wie heißt er? Oh Mann. Jerry Stiller, rest in peace, ist der Vater der Arthur von King of Queens, ist ja der leibliche Vater von Ben Stiller. Hier, Owen Wilson, ja. Owen Wilson spielt Hansel. Und zusammen, und Mugatu, der Fashion-Boss, gespielt von Will Ferrell. Oh, diese Namen dauernd, ey. Komm, wo steht's? Ben Stiller und Will Ferrell. Doch, ich hab's richtig gesagt. Will Ferrell, verdammt nochmal. Ja, und egal, was Will Ferrell anfasst, wenn es um Comedy geht, ist einfach nur Gold. Ja, Zoolander, sehr, sehr geil. Ich lieb den Film. So, zu guter Letzt, habe ich noch nicht gesehen, war letztens in meiner Auswahl von 4 Filmen, die ich auf Facebook gezeigt habe, welchen davon sollte ich suchen, der war knapp hinter irgendwas anderem, von daher noch nicht gesehen, Der Name der Rose, Sean Connery, kann ich leider nichts von sagen, es gibt hier wohl in dem Film hier der Franziskanermönch William von Baskerville und sein jünger Schüler Edson sind zu Gast in einer italienischen Abtei, in der eine grauenvolle Mordserie die Brüder in Angst und Schrecken versetzt. Ja. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Ich habe ihn aber, glaube ich, mega günstig, 50 Cent oder so mal auf dem Flohmarkt mitgenommen und bis heute nicht geschaut. Nein. Gut. Puh, das war Teil 6 von 7. Ja. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer, berichtigt mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Habe ich kein Problem mit. In diesem Sinne, stay safe, passt auf euch auf. Euer Reed.